Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Plan C oder vor dem, was davon übrig ist. Hier hat damals alles angefangen. Hier haben Dan und ich uns kennengelernt. Wir haben hier in Köln so eine Papageienplage. Das heißt Plage, ich finde das sehr witzig. Da. Die sind jetzt hier auch heimisch geworden. Das heißt, die überwintern auch hier, ne? Also muss man sich mal vorstellen. Ja, Tammy habe ich ja damals hier im Plan C kennengelernt. Sie hat da an der Theke gearbeitet, während wir, also das heißt Tom und ich, die Bühnen aufgebaut haben für die Bands am Abend. Und Tammy hat uns dann einfach mal Getränke gebracht und ein Bier. Und wir haben halt vor allem auch oft nachgetaner Arbeit halt zusammengesessen und naja, was getrunken halt, ne, und Spaß gehabt. Das war echt eine sehr, sehr witzige Zeit da. Und eigentlich gab es einen Abend, an dem Dan und ich eigentlich so richtig gute Freunde geworden sind. Ja, wir saßen alle zusammen an der Bar und es war schon kaum irgendwas los. Und Dan meinte dann, er könnte richtig gute Cocktails mixen. Und Tom meinte direkt so, ja, dann mach mal. Und ich habe ihn dann hinter die Bar gelassen. Der konnte natürlich überhaupt nichts. Ich glaube, Dan hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so einen Cocktailmixer in der Hand gehabt. Ja, auf jeden Fall hat er dann Limetten geschnitten und beim Limettenschneiden hat er sich so richtig schlimm in den Finger geschnitten. Das hat alles geblutet und wir mussten sofort den Krankenwagen holen. Wir waren natürlich auch mega betrunken, wir waren völlig panisch und haben den Krankenwagen geholt. Wir sind alle hinterhergefahren und dann haben wir alles so stehen lassen. Ja, und sind nicht mehr zurückgekommen, um aufzuräumen. Oh Gott, war das schlimm, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Aber naja, Dan und ich waren dann Freunde. Geil. Komm, du brauchst auch eine. Stark, ne? Ich erinnere mich daran, eines Tages war Jenny krank. Also sie hat sich kurzfristig krank gemeldet. Und wir hatten einen Auftritt an ihrem Abend gehabt. Und der stand total auf der Kippe dann natürlich. Was jetzt auch nicht weiter schlimm gewesen wäre. Aber Dan war da. Und er hatte sich direkt angeboten, dann einzuspringen. Wir haben zusammen gespielt, das hat geklappt. Und wir haben halt auch beschlossen, dann auch öfters zusammen zu spielen. Besser ging es gar nicht. Ja, und von da an haben wir ganz viele Auftritte gemeinsam gehabt im Plan C. Und dann irgendwann, kurze Zeit darauf, eigentlich schon auch in anderen Clubs. Und dann ging das auch ganz schnell, dass wir dann gar nicht mehr nur die Vorband waren. Wir wurden dann wirklich auch zum Hauptact. Ja, und dann hat Dan den Vorschlag gemacht, unsere Songs doch einfach mal Tom vorzustellen. Ja, Tammy and the Broken Nails fand ich sehr überzeugend. Richtig guter Name. Und er meinte, schickt mir doch mal die Demos zu. Also habe ich die Demos zugeschickt. Er fand die Sachen halt richtig gut und hat gesagt, okay, ich mache das mit euch. Und dann ging das an. Tammy at the Broken Nails. Wir haben dann unser erstes Album mit ihm aufgenommen, Fun in the Cemetery. Und das schlug tatsächlich ein wie eine Bombe. Freeze war ja eigentlich so das Ding, was es so richtig hochgeschossen hat. Und plötzlich gab es halt auch so große Plakate von uns und richtige Konzertkarten. Diesen einen Moment, wo ich unser Lied zum allerersten Mal im Radio gehört habe, den werde ich nie vergessen. Ich glaube, sowas vergisst keiner. Autogrammstunden hatten wir ja auch noch, genau. Weil die Leute dann da standen und wollten dann deine Unterschrift, die du halt überall auf Rechnungen normalerweise draufsetzt, wollen hier halt eine Unterschrift haben und eine Widmung, also völlig irre. Ja, und dann war er da. Der Erfolg, der Ruhm und ein Haufen Kohle. Und damit kamen leider auch die falschen Freunde.
zu viele Flaschen, die meiner Meinung nach zu viel Versprechen gemacht haben. Leere Versprechungen. Ja, und auf einer dieser Partys haben wir ja dann auch Jack kennengelernt. Und ich erinnere mich noch daran, dass da so ein Typ war auf dieser Party. Der hatte so ein wahnsinniges Zucken gehabt im Auge, was mir mega Angst gemacht hat. Weil er auch immer zu uns rüber geguckt hat. Und dann kam Dan zu mir im Laufe des Abends und sagte, er hätte einen voll netten Typen kennengelernt. Und dann dachte ich die ganze Zeit, bitte nicht dieser Irre mit dem Augenzucken. Und wer steht hinter Dan? Dieser Typ mit dem Augenzucken. Und dann war das Jack. Aber naja, als wir dann die ersten Worte miteinander gewechselt haben, war es okay. Er war halt wirklich auch total nett gewesen. Und dann habe ich da auch gar nicht mehr hingeguckt. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, wow, irrer Typ, krank. Und wir waren auch so richtig dumm, wie man das auch so kennt eigentlich, dass Leute auf so Leute reinfallen. Das waren wir, ja, wir sind darauf auf Jack reingefallen, der uns ja auch die große Karriere in den Staaten versprochen hatte. Und er meinte ja, auf so einer Party kam er auf uns zu und meinte, ey, wenn ihr noch erfolgreicher werden wollt, da seid ihr hier an eure Grenzen gestoßen in Deutschland und ihr solltet doch überlegen, ob wir nicht was zusammen machen und in den Staaten aufziehen. So, das, wir waren auf dieser Welle des Erfolgs, wie gesagt, und wir wollten halt irgendwie auch mehr Erfolg haben. Also haben wir das dann gemacht? Das war ein ziemlicher Tritt in den Arsch, ganz ehrlich. Also die beiden haben sich von jetzt auf gleich gar nicht mehr gemeldet. Ich wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Also das ist auch jetzt schwer, echt darauf zu antworten, da die ganzen Erinnerungen nochmal zurückkommen. Ich wusste halt genau wie die anderen gar nichts über den Verbleib von Daniel. Er war einfach weg, ich war fassungslos. Ja, als die beiden spurlos verschwunden waren, das war absolute Scheiße. Wochen später, also wirklich, wo man sich schon dachte, ey, sind die tot, kam dann Anruf, dann sagen die einfach, ja, hi, wir sind in Amerika, wir machen jetzt hier das große Ding. Und du denkst einfach nur so, ey, sag mal, seid ihr eigentlich behindert? Dan faselte irgendwas von L.A., dass sie versucht hat, nach Fuß zu fassen. Aber ganz ehrlich, da fiel mir nichts zu an. Also wir hatten schon unsere Zweifel an der ganzen Geschichte mit Jack und... Aber in der Tat hatten wir den Auftritt bei Letterman und der zweite große Auftritt bei Kimmel stand ja auch bevor, ne? Also in 2 Monaten. Da hatte er uns ja drauf eingeschossen und wir haben uns auch drauf eingeschossen, weil wir wollten ja, dass es funktioniert. Nach dem Auftritt, das fand ich echt seltsam. Ich wollte mich noch bei David bedanken für die Möglichkeit, aber die Securities hatten uns, nachdem wir aufgetreten sind, direkt gepackt, mehr oder weniger, und sehr bestimmt, also aus dem Studio gebracht, raus auf das Gelände. Dann kam auch Jack aus dem Studio und ich fragte ihn, ob wir jetzt noch mal weggehen, kurz was anstoßen, ein bisschen was trinken auf den Auftritt und so. Er meinte aber, er hat jetzt keine Zeit, er müsste nochmal zu David rein, um noch ein paar Sachen zu regeln. Und er würde dann morgen früh vorbeikommen mit Bagels und Champagner und dann würden wir morgen früh anstoßen. Ja. Am nächsten Morgen kam Jack nicht, wie besprochen. Ich fand das seltsam, also rief ich ihn an. Ich fragte ihn, ob er verschlafen hatte, aber er meinte, er hätte gerade so viel um die Ohren, es hätte ihm leid und er würde sich die Tage nochmal melden. Wir sollten uns einfach mal New York angucken. Und dann hatten wir erstmal Zeit gehabt. Ja, haben uns New York angeguckt, haben den ganzen Touri-Kram gemacht. Ja. Und dann irgendwann rief er dann doch an und genau. Meinte, es hätte ihm alles leid und er war halt mega busy, auch mit diesen Vertrag da mit Kimmel auszuhandeln, dass wir da auftreten können. Ja, ja, genau. Aber er wollte uns halt dafür eine kleine Entschädigung und hat uns dann nach Maine eingeladen. Da gab es halt dieses Lobster-Festival irgendwie. Da gibt es halt Hummer-Wettbewerbe, Hummer-Essen-Wettbewerbe. Also es war schön, Maine, das hat eine unglaublich schöne Stadt. Ja, es war ein cooles Wochenende, ja, das war echt schön. Ja.
Ja, das hat uns auch so ein bisschen wieder mit ihm versöhnt, dass er sich halt nicht gemeldet hat und so. Das war dann noch alles okay, weil das Wochenende war einfach total nett. 2 Wochen später oder so, dass er anrief und sagte, der Deal mit Jimmy, mit Jimmy Kimmel steht. Ja. Ja. Er meinte, wir sollten unsere Sachen packen, alles mitnehmen. Genau. Und dann ging es nach Hollywood. Bam. Dann waren wir in L.A. Und sind dann in die Jimmy Kimmel Show, was auch super genial war. Wir haben da auch Trees gesungen, unser Bandalbum vorgestellt. Ja, aber der Ablauf war im Grunde der gleiche. Also hin, Auftritt, raus, wieder zurück ins Hotel. Ja, und Jack musste dann schon zurück nach New York, der hatte Termine gehabt und hat uns aber versichert, dass der Termin mit dem Produzenten steht und der wäre super begeistert. Und ja, also wir am nächsten Tag hin zu dem vereinbarten Treffpunkt, gewartet, es kam keiner. Ja, wir saßen halt darum, ne? Wir saßen richtig lange darum, ja. Gewartet. Der Typ ist einfach überhaupt nicht gekommen. Und dann sind wir zurück ins Hotel und dann haben wir versucht, Jack anzurufen, den wir natürlich nicht erreicht haben. Aber der hat sich auch gar nicht mehr gemeldet. Also du hattest ja noch E-Mails geschrieben. Ich habe ja noch bei Facebook geschrieben direkt und so. Der hat sich aber auch viel gesehen. Ja, war gar nichts. Überhaupt nicht, keinen Kontakt zu Jack. Nix. Nee. Ja. Das war schon komisch. Ja, das war super komisch. Und dann mussten wir ja auch gucken, wo wir bleiben. Wir mussten ja alles selber bezahlen. Und das Geld wurde ja auch immer knapper, ne? Immer knapper. Ja. Also zumindest konnten wir so in dem Umfang nicht mehr weitermachen, das ging nicht. Ja, und dann fing die Zeit im Trailer an. Ja, ich meine jetzt im Rückblick gab es auch schöne Zeiten, aber ich weiß, als wir damals in der Situation waren, waren wir extrem frustriert und ja, einen Abend haben wir uns richtig, richtig schlimm gestritten. Da ging gar nichts mehr. Also da kam man auch mit Worten nicht mehr weiter. Wir haben uns nur noch beschimpft und beleidigt, das war richtig schlimm. Und da bin ich auch einfach raus. Da wusste ich auch nicht mehr, was ich machen sollte. Ich bin einfach gegangen. I was at my diner, yeah? I bought the diner from my husband some years ago, and yes, that's my diner. So it was pretty late at night, and I was already doing the billings and stuff, and my coworker, she was cleaning up, and then she came up to me and said, there's still a person sitting at table 7. And then this girl, Tammy, she looked up to me and she had this dark circles all over her eyes, looking so tired and terrifying and sad. And I asked her, don't you want to go home? But she said, I have no home to go, no way to go. I was like, okay, poor thing. And then she told me she had a huge fight with her husband, Dan. Und ich habe ihr alles erzählt, also ohne Details wegzulassen, einfach alles. Then I sat next to her. And we start talking, and she told me about her music career, and yeah, and then she also showed me like the music clip they made with her husband Dan, and now she's a music girl, I'm a music girl. Im Grunde war Dolly unsere Freundin und unser Lebensretter, wenn man so will. Am nächsten Tag zurück zum Trailer, habe ich mit Dan ausgesprochen. Und eigentlich muss man sagen, dass es danach besser wurde. Also irgendwie hat mir dieser Abend mit Dolly so viel gegeben, auch einen Job. So, she stayed in my place and she had no work, so I gave her the work at my diner. She was doing the waiter and she did very good, very hardworking, kind, nice,
singing to the costumers. So cute. Yeah, you know, working hard Germans. Very nice. Ich habe ja Tammy abgeholt abends von ihrer Spätschicht und dann haben wir einfach noch ein bisschen was getrunken. Ne? Sie hatte die Tür zugeschlossen, wir haben getrunken, Musik gehört und Spaß gehabt. Ne? And this one crazy night, we all got a little drunk, juicy, you know, kind of. And we recorded the song called Coconuts. You know the song? Mm-hmm. It's about satellite treatment. I could be a satellite, squish my orange skin and get a lip of my juicy tights. Was für ein Abend das war. Einfach schön. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo Dan wieder Kontakt gesucht hat. Wo er dann auch mit seiner Schwester telefoniert hat, wo er Tom angerufen hat. Das ging dann einfach so voran. Wir haben einfach wieder neuen Lebensmut geschöpft. Das war super wichtig. Ja. Ich fand es auch gut, dass du dann angerufen hast und auch ja, gezeigt hast, von wegen, dass das stimmt. Also, dass man einfach auch weiß, in der Not ist da doch noch jemand da, der einem da irgendwie hilft. Wir haben bei Border Drumming gedreht letztes Jahr. Der Ast war es hier, ne? Ja. Da bist du, ich weiß nicht, wie oft hoch gekraxelt. Ich bin ja ein paar Mal runter. Ich hatte ja auch diese klobigen Schuhe. Und dann Torzeit, das war eine Herausforderung. Aber ich habe das ganz gut hingekriegt, finde ich so. Have you ever asked yourself who will wear your shirt when you leave? 9 Monate, nachdem die beiden verschwunden waren, meldete sich Dan auf einmal über Skype. Eine mega schlechte Verbindung, aber wir konnten wenigstens miteinander sprechen. Und ich erzählte ihm, dass wir zurückkommen wollen. Wir hätten jetzt das Geld zusammen und wir würden jetzt zurückkommen. I tell you, it wasn't a good day for me when they left. It was like, really like a piece of my heart. Ripped out. But I guess it's the right thing to do for them, you know, have a come back in Germany and doing their thing, and I'm really glad for them. May God bless them. Grundsätzlich bin ich es ja gewohnt, eher mit professionellen Modellen zu arbeiten, auch mit sehr bekannten Modellen. Und ich fühlte mich so ein bisschen an meine Anfänge wieder zurückversetzt. Was machst du mit dem Handy? Ich habe gesagt, alle Handys aus. Alle Handys weg, so kann ich nicht arbeiten. Ich möchte bitte Ruhe. Ne? Wir sind Profis, wir haben hier ein Shooting. Ich glaube, das Handy angesprochen. Ich glaube, ich muss mal mit deiner Agentur telefonieren. Wir arbeiten hier. Die beiden brauchten schon natürlich ein bisschen den Einstieg, den ich denen ja auch sehr gut geliefert habe. Okay, ein bisschen mehr Ernst in die Situation, so kann ich nicht arbeiten. Wir sind alle Profis, ja? Wir erwürgen hier auch niemanden. Sexy. Du hast, glaube ich, die Rolle nicht verstanden. Ja, das ist mir zu viel. Also,
Du bist Profimodell oder du möchtest da hinkommen. Da gibt es kein, das ist mir zu viel. Du bist jeder Anforderung gewachsen. Schau dich Tami an. Aber ich bin Musiker. Ich bin Musiker. Ja. Und gleich kannst du auch wieder deine Gitarre nehmen und auf die Domplatte. Okay. Ja, wir sind schon, dass wir Stars sind. Für mich eine schöne Erfahrung, mal wieder mit Amateuren zu arbeiten. Und ich denke, ich habe das auch sehr gut, konnte ich die beiden einfangen, auch durch meine Professionalität. Und mir ist es auch immer sehr wichtig, eine gute Stimmung mit ans Set zu bringen. Und ich denke, dass die beiden, dass wir da auf jeden Fall eine schöne Auswahl haben an Bildmaterial. Und dass die beiden auch bei ihrem nächsten Fotoshooting einiges dazugelernt haben heute bei mir. Wegen den Studio-Sessions war das nochmal, ne? Dieses... Muss das denn wirklich sein? Ist das so eine Yuppie-Firma oder so? Sunglasses irgendwas, ne? Ja, genau. I wear my sunglasses. Ja, genau. Finde ich ja ehrlich gesagt echt ein bisschen... Naja, nicht so toll. Aber... Ja, ich weiß ja, wie ich darüber denke. Aber, na gut. Serge? Ja, du, ich bin im Termin. Hallo, das muss alles funktionieren. Ich habe auch ein Ding. Hey, I'm Salz! Wir machen Gefühle für die Nase, also... Sonnenbrillen halt. Los geht die wilde Reise. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ja. Wissen Sie noch, vor 2 Jahren, ich war in St. Petersburg und auf der Straße und hatte nichts hatte ich, gar nichts. Und dann kam Freddy und hat mich gefunden. Mhm. Und mich gebracht hier und gab mir die Sonnenbrille. Schön. Ja. Ja. Das ist jetzt her, wie lange? 8 Monate. Ah. Ich habe irgendwann diese Show gesehen in Deutschland von Tammy and the Broken Nails und es war unglaublich stark. Es war ein richtig krasses Gefühl einfach. Die haben mich direkt mitgenommen und ja, da habe ich mir überlegt, es macht vielleicht Sinn, die auch noch ein bisschen zu pushen. This is where the magic happens tonight. Kommt rein, schaut euch an. Hm? Oh, hier steht das ja sogar auf dem Boden. Ist das was? Unsere Bühne nur für euch. Hm? Nur für euch gebaut. Ja. Super. Fällt's euch? Stark. Ja? Ja, super. Ach, klasse. Ja, dann müsst ihr eigentlich noch die Sonnenbrillen haben. Ja, in erster Linie das unglaubliche Potenzial eigentlich von Tammy. Also sie hat mich vom Fleck weg überzeugt. Es hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich habe diese unglaubliche Show damals gesehen in Wiesbaden und ab dem Punkt wusste ich, okay, da geht auf jeden Fall was. Hashtag I hate Mondays. I hate Mondays, genau. Für sie. Für dich? Mhm. Für dich. Setz mal auf. Ja. Ja, lass mal sehen. Ah. Heap! Klasse, habe ich doch gleich gesagt. Super. Ach, super. Und für die Mank haben wir Modelle. Hashtag. I hate Mondays. Nein. Orange Justin! Ja! Orange Justin! Ha, ist das was? Klasse. Sieht super aus, oder? Ha? Ja? Heap. Okay. Gut, ja, super. Ja. Dann können wir ja loslegen. Vielen Dank. Ich habe mit Dan gesprochen, der halt voll begeistert war von meiner Sonnenbrille. Und ich habe ihm erzählt, okay, komm, ich habe dieses Sonnenbrillen-Label. Kann ich dir nicht mal ein paar Sonnenbrillen mitgeben? Er hat gesagt, ja, komm, ich zieh die auf. Und er hatte halt dieses Sonnenbrillengesicht. Also es passte. We'll be right back.
So we are Tammy and the Broken Nails for the studio session, sponsored by I Wear My Sunglasses at Any Time.